Also unser Tag beginnt so um 6:45 Uhr, stehen wir auf, kurz frisch machen, dann um 7.15 Uhr steht die erste Einheit an. Heute Morgen waren wir im Pool, also im Schwimmbecken, mit Lutz Anders, unserem Athletiktrainer, 20 bis 30 Minuten kurze Aktivierung gemacht. Danach sind wir auf die Zimmer, haben uns umgezogen und hatten dann in zwei Gruppen Krafttraining. Eben gerade gab es Mittagessen um 12.30 Uhr. Jetzt haben wir kurz Mittagsruhe und um 16.30 Uhr steht dann die zweite Einheit an, die ist dann auf dem Platz. So, das ging auch anderthalb Stunden, glaube ich. Danach sind wir alle zusammen hier in den Schwimmbad gegangen, weil es gestern echt heiß war. Herzlich willkommen beim KSV-Sprungturnier. Heute an Deck begrüßen wir die Nummer 1, Kevin Rauhut. Wird uns einen dreifachen Auerbach zeigen. Nein, bist du yeah. Ja, die A-Note hat schon mal gestimmt. Nun an der Reihe Kevin Rauhut mit einem vierfachen Auerbach und einer dreifachen Schraube. Und zum Abgang, Benjamin Gürt. Mit einem Wiener Würstchen. Um 19 Uhr ist dann Abendessen. Und ja, danach ist eigentlich frei. Und dann mussten wir um 11 ins Bett. Ganz einfach haben wir bessere Platzbedingungen vorgefunden. Es ist eine Sportschule, da ist letztlich das Essen auch auf sportlergerechte Nahrung ausgelegt und ja, einfach auch die kurzen Wege, die du hier hast, die Infrastruktur mit Kraftraum, mit Möglichkeiten im Bereich athletisch auch Grundlagen zu legen, sind hier einfach besser gewesen. Und wir hatten sogar die Möglichkeit im Rahmen dieses Budgets, was wir zur Verfügung hatten, den einen oder anderen Tag länger hier zu bleiben. Und das waren die ausschlaggebenden Argumente. Die Unterschiede sind einfach, dass es hier nicht so, sag ich mal, in den Zimmern nicht so luxuriös ist. Mehr Wert wurde dann halt auf die Trainingsplätze gelegt, was ich auch richtig finde, weil wir wollen hier arbeiten, wir wollen Gas geben und das ist der Beginn einer guten Saison. Ja, also die Trainingsbedingungen hier von Plätzen, Pool, Krafträumen und so weiter sind natürlich optimal. Ja, besser würde ich sagen, waren halt die Trainingsbedingungen, die Plätze. In Waldbreiau hat man nur einen Platz und hier haben wir ein paar mehr gehabt. Somit waren die Platzverhältnisse auch dementsprechend besser. Die Plätze sind hier gut, wir haben hier einen schönen Kraftraum. Das Essen ist super. Die Trainingsbedingungen sind natürlich besser geworden, wie man auch hier sieht. Also die Plätze sind sehr gut und das Umfeld auch mit dem Kraftraum und mit dem Schwimmbad hier eindeutig kann besser. Kann man jetzt nicht unbedingt vergleichen mit Bielefeld. Das war damals war ich noch mit den Profis unterwegs in der ersten, zweiten Liga. Aber in Spanien und in der Türkei und im Vier-Sterne-Hotel, das war natürlich alles vom Feinsten. Aber
für eine Regionalliga-Mannschaft ist das jetzt hier auch überragend. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger bei dem Wetter, aber gut, es ist nun mal so, die Temperaturen und muss halt viele kleine Pausen zwischendurch machen, viel trinken und ich denke, dann geht das schon. Jetzt natürlich immer noch mal ein bisschen intensiver bei der Hitze. Aber gut, für das Wetter können wir nichts, können wir keinen Einfluss drauf nehmen und wir wollen uns natürlich trotzdem gut auf die Saison vorbereiten. Wenn wir so ein Trainingslager hier schon mal haben, dann wollen wir das natürlich auch nutzen, egal ob es jetzt in Strömen regnet oder 40 Grad ist. So ist die Vorbereitung, man muss sich quälen in der Vorbereitung, sonst kann man ja nichts erreichen. Also von daher ist jedes Jahr dasselbe, jedes Jahr im Winter, die Vorbereitung ist immer eine Qual, aber da muss man durch. Also ich kann nur sagen, dass es uns viel Spaß gemacht hat. Natürlich waren auch viele harte Einheiten dabei, aber es ist normal, wir sind hier im Trainingslager, wir sind hier nicht um irgendwie Spaß zu haben oder sonstiges, wir sind hier um hart zu schuften und dann. Natürlich ist es brutal, brutale Quälerei hier bei dem Wetter, aber wie gesagt, wir haben es ausgesucht. Ich meine, es ist natürlich so, dass ein bisschen niedrigere Temperaturen schon förderlich gewesen wären, um vielleicht dann auch körperlich ein bisschen frischer jetzt auch in die Partie heute Abend zu gehen. Gleichzeitig ist es so, ich glaube, dass wir in einer Phase der Vorbereitung sind, wo die Spieler eh in einem Loch stecken und wo du körperlich jetzt im Hinblick auf dieses hart Erarbeitete eben vielleicht auch jetzt ein bisschen durchpusten musst und das unabhängig von Witterungsbedingungen, das unabhängig von Temperaturen, mussten die Spieler natürlich schon viel Schweiß vergeuden und litten in Anführungsstrichen auch. Der Entwicklung dieser Mannschaft uns eben auch punktuell verstärken und ich glaube, das haben wir ganz ordentlich gemacht. Bewerten kann man dieses Thema noch nicht. Die Integration ist super verlaufen. Ich würde sagen, jetzt nach 2 Wochen, also ich denke, dass wir durch Enno und durch Stefan und auch durch Inge haben wir natürlich auch Qualität im Kader verloren, aber wir haben jetzt auch Qualität wieder hinzubekommen und ja gut, also es sind auf jeden Fall gute Neuverpflichtungen, die wir da getätigt haben. Sind auch super Jungs, also menschlich auch vollkommen top, korrekt, kann man nichts sagen. Alle Neuzugänge uns punktuell verstärken werden, auf einzelnen Positionen und den Konkurrenzkampf natürlich auch anheizen werden. Und das wird der Mannschaft, glaube ich, auch gut tun, dass wir halt auf allen Positionen doppelt besetzt sind. Und das könnte halt auch auf Dauer der Saison halt wichtig sein. Auch wenn mal irgendwie Verletzungen kommen, sind wir dann halt gut besetzt. Und davon wird, glaube ich, jeder Einzelne auch profitieren. Ja, jetzt gerade zum frühen Zeitpunkt der Vorbereitung war das Trainingslager hier sehr wichtig, um halt die Neuen nochmal besser kennenzulernen, um die Neuen nochmal mehr zu integrieren in die Mannschaft. Und ich denke, das hat schon sehr gut geklappt jetzt nach einer Woche. Ich denke, jeder von den Neuzugängen fühlt sich auch wohl bei uns in der Mannschaft. Ja, also mit Silvano komme ich gut zurecht. Wir sind noch auf einem Zimmer. Verstehen uns super. Ja, ich sehe das beides. Natürlich ist das Konkurrenz, aber jeder muss sich hier beweisen. Und ich werde alles dafür tun, dass ich auch Stammspieler werde. Was muss ich sagen? Natürlich, du kommst hier, du bist neu, du weißt nicht, was du erwarten musst, aber das Positive war für mich, dass ich in der Mannschaft gekommen bin, die eigentlich fast zusammengeblieben ist, wirklich eine tolle Gruppe ist und mich da auch gut aufgenommen hast. Und, das ist von mir sehr positiv. Zunächst einmal haben wir eine ziemlich flache Hierarchie bei uns in der Mannschaft. Hier kann sich jeder einbringen. Es gibt aber trotzdem klare Linien, die vorgegeben werden von unserem Kapitän. Im Grunde ist es so, dass sich auch ein Silvano super hier integriert hat, wenn man das schon hier im Trainingslager gesehen hat. Ja, ich muss sagen, dass mein erstes Jahr in Deutschland natürlich, in Trier war das, fand ich der Auerstadion einer der besseren Stadions in der Regionalliga Südwest. Offenbach ist natürlich auch schön. So wie gesagt, habe ich mich gefreut, um hier wieder zu spielen und ich hoffe, dass natürlich in den nächsten Spielen mehr Leute kommen, aber das kommt nur mit guter Leistung und ich glaube, das haben wir heute gebracht und der Rest kommt dann, das glaube ich. Ja. Beide waren sehr gute Spieler, also Möllex und Enno haben uns
oft sehr gut geholfen, sind sehr mannschaftsdienliche Spieler gewesen. Aber von Freddy und von Tim bin ich auch überzeugt, dass sie da in die Fußstapfen treten können. Vor anderthalb Jahren gab es schon Kontakt zu André Schubert. Damals war aber noch eine Ausleihe im Gespräch, weil ich in Paderborn selten gespielt habe oder fast gar nicht gespielt habe. Und dann haben wir den Kontakt gehalten. Und jetzt, wo mein Vertrag ausgelaufen ist und ich wieder selber entscheiden konnte, was ich machen möchte, hat es dann funktioniert. Ja, was hat mich bewegt, nach Kassel zu kommen? Das ist eine gute Frage. Also, ich hatte ungefähr 5-6 Wochen vor Saisonschluss ein paar Gespräche mit dem Trainer, mit Matthias Mink. Und er hat mir so ein bisschen die Philosophie vom Verein erklärt, was hier aufgebaut werden kann, was für Voraussetzungen hier gegeben sind. Und ja, das hat mir eigentlich relativ schnell zugesagt. Und habe ich mich zu entschlossen, den Weg mitzugehen. Auf jeden Fall. Also Hassan hat sehr hohe Qualität. Er hat eine super Technik, spielt super Standards. Auch im Defensivbereich ist besser geworden. Und wenn er sich in eine Mannschaft gut einbringt und mitzieht, dann ist er auf jeden Fall eine Verstärkung für Hassan. Ja, wir hatten im Winter ja das Testspiel hier. Und dann habe ich später mal einen Anruf vom Trainer bekommen, ob ich mir das vorstellen könnte und so. Und da die Mannschaft mich sehr überrascht hat, wie sie Fußball gespielt haben und alles, konnte ich nur zusagen. Wenn man auch mal die anderen Jungs, ich sag mal so ein Hassan, ich glaube, hab selten so einen guten Fußballer gesehen, der die Lückenpässe sieht. Ich glaube, da weiß der eigene Mitspieler noch nicht mal, dass er da stehen muss. Und er spielt ihn. Also das ist schon eine Qualität. Freddy, Tim, das sind Typen, die knallen dazwischen, was so ein bisschen vielleicht in manchen Momenten letztes Jahr gefehlt hat. Natürlich kommt man ja dann immer mehr in die Rolle. Also ich bin ja jetzt auch schon der Zweitälteste. Und es geht dann wirklich relativ schnell und versucht die Jungs natürlich zu führen oder ihnen Tipps zu geben. Allerdings sind es wirklich, wie ich gerade schon gesagt habe, eigentlich gute Jungs. Ich denke, die Jungs, die sind alle alt genug, sage ich mal. Die wissen, was sie zu tun haben, wie sie sich zu verhalten haben. Klar gebe ich an der einen oder anderen Stelle dann auch mal eine Hilfestellung, aber im Großen und Ganzen wissen die Jungs, was für eine Verantwortung sie haben und wie sie dann auch mit der Verantwortung umgehen sollen. Ja, das hat zum einen positionsspezifische Hintergründe und dann aber auch diese Aspekte, wer passt zu wem, beziehungsweise wo muss man vielleicht dem einen oder anderen Spieler auch noch einen kleinen Impuls durch einen älteren Spieler geben. Das sind so Sachen, die man dabei berücksichtigt. Man kann dann nicht immer das deckungsgleich für Zimmerpaar machen, sodass alle Kriterien dann auch wirklich erfüllt sind. Aber gleichzeitig ist es so, dass wir in Konsequenz natürlich, wie ihr gesehen habt, uns schon da Gedanken drüber gemacht haben, wie wir es dann letztlich gestalten. Ja, ich würde sagen, Markus ist der Ordentliche und ich mache eher das Chaos. Ja, da liegen schon mal ein paar Sachen auf dem Boden von mir. Marco regt schon mal auf und hebt ihn mal auf. Aber ja, so passt das eigentlich sonst. So nach dem Abendessen hat sich so ein bisschen etabliert, sag ich mal, das Kartenspielen. Zwei Kartenrunden, die wir mal spielen. Mittlerweile ist es ziemlich ausgeglichen. Am Anfang waren die gestandenen Profi-Kartenspieler sehr gut. Sergei Epeluschkin hat das so ein bisschen ins Leben gerufen. Aber mittlerweile ist es ausgeglichen. Eins, zwei, drei. Yes! Oh. Drei, 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 drei. Ich glaube, Tim kriegt gleich noch einen auf dem Deckel. Es ist einfach anders. Ne? Also ich würde gar nicht sagen, das eine ist besser, das andere ist schlechter. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Da ich selber ja schon immer Fußball spiele und aus dem Sportbereich komme,
war es für mich natürlich super, dass das geklappt hat und es macht mir auch sehr viel Spaß. Aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist viel oder es ist besser als in der Praxis. Ich würde aber auch nicht sagen, die Praxis ist besser. Es hat beides seine Vorteile. Im Trainingslager geht es dann los natürlich ja morgens mit dem Frühstück, erstmal gemeinsam mit der Mannschaft. Dann zwischen dem Frühstück und dem ersten Training ist dann hier nicht so viel Zeit. Da bleibt vielleicht so für ein, zwei Spieler Zeit, die nochmal ein Tape brauchen vor dem ersten Training zum Beispiel oder nochmal eine Kurzbehandlung. Und dann nach dem Training geht es auch eigentlich, wenn nichts passiert ist, keine Verletzung im Training, noch die Erstversorgung, ansonsten direkt zum Mittagessen, in der Mittagspause vielleicht noch ein paar Behandlungen. Nachmittagstraining ist dann schon und ja, direkt anschließend das Abendessen und dann geht es eigentlich so für mich erst richtig los, dann so ab 19, 20 Uhr bis, ja, so lange wie es halt dauert, ne, 22, 23 Uhr sind dann die Behandlungen und ja, dann geht am nächsten Tag das Bein wieder vorbei. Eine sehr große Hilfe für mich, weil durch so ein bisschen Elektrotherapie können wir einfach Verletzungen viel besser behandeln. Das regt die Durchblutung an, lindert die Schmerzen und so sind die Jungs einfach viel schneller dann wieder auf dem Platz. Persönlich hatte ich schon mal Erfahrung mit so einem Mentalcoach in Vorbereitung und da geht es einfach nur so jetzt in den ersten Ansprachen oder Einheiten mit ihm, dass wir uns einfach nur mal vergewissern, was wollen wir eigentlich erreichen in dieser Saison, was wollen wir dafür tun oder was ist dafür nötig und steht jeder dahinter, nicht unter dem Gedanken, ja, was hat denn jeder Einzelne da für Problemchen oder so. Ja, dahinter steckt diese Gesamtentwicklung und dieses Gesamtkonzept und ich glaube, dass das auch ein Baustein sein kann, der uns persönlich eben weiterbringt. Jeden Einzelnen für sich, aber uns als Mannschaft auch und der uns vielleicht dann auch in schwierigen Phasen jetzt schon möglichen Input geben kann, wie wir mit gewissen Themen umzugehen haben, auch als Mannschaft mit gewissen. Ich bin jetzt seit 3 Jahren der Athletiktrainer vom KSV Hessen Kassel, habe einiges mitgemacht und liegt ja jetzt nahe, dass ich halt, wenn so ein Trainingslager anstehe, begleitend als Athletiktrainer natürlich mitfahre, um mich um die Spieler explizit zu kümmern, vor allem auch die Neuen kennenzulernen, was können die, was können die nicht, wo kann ich helfen. Also ich habe definitiv einen Plan,
Aber ich bin auch immer wieder bereit, der Situation geschuldet umzuswitchen. Also ich bin auch bereit, mal vom roten Faden abzuweichen. Ich denke, wir haben natürlich die Mittel der Wissenschaft genutzt. Wir haben Laktattests gemacht, um überhaupt zu wissen, wo der Stand der Mannschaft ist. Wir haben Krafttests angewandt und dadurch haben wir uns einfach einen Überblick über die Werte geschaffen. Und ja, daran haben wir stetig gearbeitet und ja, diese Saison sind wir wieder mit guten Werten in die Saison gestartet. Im Grunde genommen unterscheidet sich das Training nicht in großen Bereichen, weil Fakt ist einfach mal, dass diese ganze Athletik, das spezifisch zu sehen, das macht einfach keinen Sinn, weil eine Kniebeuge, Kreuzheben und die ganzen olympischen Gewichtheber-Sachen, die bleiben immer die gleichen. Natürlich ist das nur der Kraftbereich. Da unterscheiden sich die Fußballer halt von Handballern, dass die halt im Ausdauerbereich ganz andere Belastungen haben als dann der Handballer. Der Mensch funktioniert gleich und wird auch gleich trainiert. Fakt ist, das meiste, was sie dann wirklich an Substanz abrufen, die holen sie sich dann in ihrer Sportart. Also natürlich eine Kniestabilität und eine Fußstabilität und eine Hüftstabilität, das ist immer das Gleiche bei Menschen, also es wird nie unterschiedlich sein. Natürlich gibt es dann nochmal Ausnahmen, aber das ist nicht jetzt in der Spielsportart. Wir sind relativ gleich. Ja, was meine Ziele sind? Meine Ziele sind natürlich, so viele Spiele wie möglich zu machen und mit dem KSV so viele Punkte wie möglich zu holen. So viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Ja, dass ich halt weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft bleibe und halt viele Einsatzminuten bekomme und so der Mannschaft auch dann weiterhelfe. Und ich hoffe halt für das Team, dass wir halt noch näher zusammenwachsen, noch näher zusammenrücken. Ich glaube, wenn wir an uns glauben, und jeder Einzelne an sich und wir ans Team, dann ist es schon möglich, hier was zu leisten und was zu schaffen. Aber wir müssen, bringt jetzt nichts, hier ein Ziel an die Wand zu nageln. Wir müssen von Spiel zu Spiel, ist leider so. Es ist zwar ein nerviger Satz, ne, den jeder bringt in der Presse, aber das ist halt so. Ja, du hast es schon angesprochen. Also letztes Jahr hatten wir gute Phasen, schlechte Phasen und daraus wollen wir natürlich auch lernen. Also wir haben diese Erfahrung jetzt gesammelt, dass wir gegen die Großen gewinnen können, aber auch gegen die Kleinen verlieren können. Und jetzt wollen wir das natürlich ändern, dass wir konstanter spielen. Wir sind jetzt zusammengewachsen als Truppe, haben jetzt nur wenig Neuzugänge, die wir integrieren müssen. Und das könnte auf jeden Fall ein Vorteil sein, dass wir jetzt ja, zum größten Teil zusammengeblieben sind und ja, aus der Vergangenheit lernen wollen und lernen werden hoffentlich auch. Und das einfach in die Saison umsetzen wollen. Einfach konstanter in unseren Leistungen werden und uns muss klar sein, dass wir im Training und auch in den Spielen immer Maximum arbeiten müssen. Ansonsten wird es in der Liga schwierig, Erfolg zu haben. Also wir müssen immer Maximum arbeiten, in jedem Training, in jedem Spiel, konstant an unseren Leistungen werden und dann denke ich, wird der Tabellenplatz in der neuen Saison positiv ausfallen. Ich sag mal, ist mein persönliches Ziel natürlich wieder, also weiter in den Reihen zu bleiben, was zunächst einmal auch so vorausgesetzt wurde vom Trainer und auch so besprochen wurde. Natürlich muss meine Leistung dementsprechend auch stimmen. Ich habe einen starken Konkurrenten dazu bekommen, mit dem Niklas Hartmann, den ich schon, ich glaube, seit knapp 3 Jahren kenne. Die eine oder andere Reha mit ihm zusammen gemacht in Duisburg, traurigerweise, aber da haben wir uns halt kennengelernt. Ich kenne Kevin auch schon. Aus meinen Oberhausener Zeiten hat er noch bei Siegen gespielt. Da haben wir zusammen eine Reha gemacht in Duisburg und da haben wir zusammen trainiert. Also ich habe natürlich überhaupt kein Problem, wir haben jetzt auch ein Zimmer zusammen. Es ist halt so, dass ich ein ziemlich ehrgeiziger Typ bin und der Niklas, genauso wie Piotr, obwohl man Piotr, weil er mit seinen 17 Jahren noch ziemlich jung ist, er hat noch viel Zeit, aber er hat ein enormes Potenzial, was ich ihm auch gesagt habe. Also mit meiner Meinung nach kann er zwar nichts anfangen, aber ich sag mal so, der Skibi sagt es ihm genauso. Und ich habe mit Skibi auch darüber gesprochen, aber wenn man jetzt mal den Niklas für mich rausnimmt und dann würde ich schon sagen, dass wir beides ehrgeizige Typen sind und wir eigentlich jedes Trainingsspiel gewinnen wollen. Und davon auf jeden Fall. Ich habe immer den Ehrgeiz und auch den Anspruch zu spielen in der Regionalliga und denke, ich habe es auch schon bewiesen, dass ich das kann und auch höher spielen kann.
Von daher wäre es ja jetzt blöd, wenn ich von vornherein sagen würde, ich bin damit zufrieden, auf der Bank zu sitzen. Aber ich bin eben auch mit dem Hintergedanken hier, dass ich meine Ausbildung mache und im Raum Kassel bleiben konnte und trotzdem jetzt auf professionellem Niveau trainieren kann und im Skippy jeden Tag super Torwarttraining habe. Von daher würde für mich keine Welt untergehen, wenn ich auf der Bank sitze, und dann werde ich Kevin Allwood genauso unterstützen, dass er seine Spiele gut macht und die Mannschaft Erfolg hat. Das Spiel, jeder will für dieses Spiel auch unter den ersten Elf stehen, auf dem Platz stehen. Und ja, ich glaube, man sollte den Jungs da gar nicht so viele Vorgaben geben. Na klar muss man defensiv versuchen, gut zu stehen. Ach, ah, mein Aquin. Läuft schon, keine Panik. Ehrlich jetzt? Ja. Was, Uli? Ey, Peter, hau mal ab jetzt. Was? Geh mal runter. Hä? Weg! Peter! Mach die Klitzi, mach die Klitzi. Was ist denn mit dem? Ey, Peter, dein Schaden. Peter, ja? Interview hier. You have to go. Ha ha ha!